Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Die griechische Tragödie begleitet uns nun schon das ganze Jahrzehnt und der Schlussakt ist noch lange nicht geschrieben. Griechenland kann noch immer nicht auf eigenen Beinen stehen, sondern muss gestützt werden. Soweit nichts Neues im Südwesten Europas. Doch die Rollen der finanzkräftigen Helden in diesem Stück scheinen sich zu ändern. Der deutsche Finanzminister, der den Griechen bisher unnachgiebig das Sparen verordnete, wird plötzlich großzügiger und könnte damit den Internationalen Währungsfonds dazu bewegen, doch noch mitzumachen beim dritten Rettungspaket für Griechenland. Heute war die Chefin des IWF bei Angela Merkel in Berlin zu Gast. Und bevor ich gleich mit Christine Lagarde über die Griechenlandrettung spreche, gibt Peter Dahlheimer einen Überblick zum Stand der Dinge. Wir schreiben das Jahr 8 der griechischen Krise, die Lage. Die Schulden deutlich über dem, was das Land schultern kann. Arbeitslosigkeit und Armut weit über dem tragbaren Niveau. Und das, obwohl viel geschehen ist. In schöner Regelmäßigkeit Demonstrationen und Neuwahlen in Athen, in ebensolcher Dichte dramatische Marathonsitzungen in Brüssel, daraus resultierend inzwischen 3 Rettungsprogramme. Und doch hat sich vieles verändert. Vom lange diskutierten Grexit spricht kaum jemand mehr. Sogar der früher so strenge deutsche Finanzminister lässt Zuversicht erkennen. Wenn Griechenland die Reformen macht, gibt es kein Problem. Und wenn Griechenland die Reformen nicht machen sollte, aber Griechenland macht die Reformen, dann gibt es ein Problem. Dass die Griechen besonders eifrig die Reform- und Sparauflagen umgesetzt hätten, mag er aber auch wieder nicht behaupten. Eine Ursache für den offensichtlichen Stimmungswandel bei den Kreditgebern liegt in Großbritannien. Der Beschluss der Briten auszusteigen lässt die EU wackeln wie kaum zuvor. Sogar ein Auseinanderbrechen erscheint möglich. Die andere Ursache liegt in den USA. Donald Trump schickt den Rest der Welt von einer Schockstarre in die nächste. Vor allem die EU, die Angst hat vor den handelspolitischen Bremsen, die Trump anziehen will. Noch dazu ist ungeklärt, welche Politik Trump im IWF verfolgen wird beim Thema Griechenland. Bisher haben der Währungsfonds und seine Direktorin Christine Lagarde die Position vertreten, die Schuldenlast für die Griechen sei zu hoch und müsse reduziert werden. Andernfalls würde der Währungsfonds aussteigen. Wolfgang Schäuble drohte aber wiederholt, wenn der IWF nicht mehr mitmacht, dann sei das Programm insgesamt beendet. Zurzeit steht die Freigabe der nächsten Tranche von rund 7,2 Milliarden Euro im Juli zur Debatte. Aber Tonartwechsel am Montag in Brüssel. Die Finanzminister vereinbaren, in Zukunft weniger Wert auf Austerität, also bedingungsloses Sparen zu legen, sondern mehr auf ökonomische Reformen in Griechenland. Wenn man so will, sind den Griechen Donald Trump und die Briten zu Hilfe gekommen. Kein Grexit also dank Brexit, zumindest jetzt nicht. Und in Berlin begrüße ich jetzt die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Guten Abend, Frau Lagarde. Good evening. Sie haben gerade mit Angela Merkel gesprochen im Kanzleramt. Hat die Kanzlerin Sie überzeugen können, doch beim dritten Griechenland-Paket mitzumachen? Es war mir ein Vergnügen, die Kanzlerin zu treffen, wie wir das ja oft tun, wenn wir eine Reihe von Themen besprechen möchten. Aber natürlich haben wir die Griechenland-Situation besprochen und die Beteiligung des IWF im weiteren Verlauf. Und haben Sie gesagt, Sie machen mit oder haben Sie gesagt, Sie machen nicht mit? Wissen Sie, beim IWF haben wir immer gesagt, dass das Griechenland-Programm auf 2 Beinen stehen muss, sodass das Land am Ende des Programms stärker sein kann, unabhängiger und nicht mehr die Hilfe braucht, die es in den letzten Jahren gebraucht hat. Das heißt, wir sind jetzt deutlich zuversichtlicher, was den Fortschritt seitens der griechischen Behörden angeht, um auf die Institutionen zuzugehen und die Anforderungen zu erfüllen, die wir erfüllt sehen müssen, um am Programm mitzumachen. Wir haben die Behörden gebeten, 2 Arten von Reformen zu überdenken, die Rentenreform und die Einkommensteuerreform. Das sind die beiden Hauptbereiche, aber es gibt noch viele weitere Reformen, die umgesetzt werden müssen, um die griechische Wirtschaftssituation zu verbessern. Auf der Seite sieht dieses Bein jetzt gut aus.
Das zweite Bein ist natürlich die Schuldenlast, die das Land tragen kann. Diese Schulden müssen angemessen restrukturiert werden und der Umfang der Restrukturierung hängt ganz klar davon ab, wie viele Reformen umgesetzt werden, wie viel Fortschritt gemacht wird und wie stark die griechische Wirtschaft am Ende des Programms dasteht. Griechenland hat ja 317 Milliarden Euro Schulden. Ein Schuldenschnitt geht nicht, das wissen Sie, das geht mit den europäischen Verträgen nicht. Wie wollen Sie also Griechenland Schulden erleichtern? Das ist es ja, was Sie wollen. Das Erste, das wir jetzt erst einmal sehen wollen, sind die Reformen. Denn je mehr Reformen gemacht werden, je mehr Fortschritt gemacht wird, je besser die Wirtschaftssituation dasteht, desto weniger ist nötig im Sinne einer Schuldenrestrukturierung. Aber lassen Sie mich Ihnen eins sagen. Das Prinzip der Schuldenrestrukturierung ist bereits diskutiert worden und hat schon eine Einigung gefunden zwischen den Partnern der Eurogruppe, Griechenland, uns und der EZB. Was wir brauchen, ist nicht ein Schuldenschnitt, wenn die Reformen umgesetzt werden, sondern eine deutliche Verlängerung der Fristen, eine deutliche Begrenzung der Zinssätze. Und das wird im Einzelnen später besprochen werden müssen, während bei den Reformen Fortschritte gemacht werden. Und das wird dann, also die Umsetzung der Schuldenrestrukturierung, wird am Ende des Programms erfolgen müssen. Wie ich gesagt habe, derzeit brauchen wir keinen Schuldenschnitt. Aber bedeutende Arbeit an den Laufzeiten und an den Zinssätzen. Das brauchen wir im weiteren Verlauf, sodass auch das zweite Bein stehen kann. Sie haben die Reformen angesprochen. Sowohl Finanzminister Schäuble als auch Eurogruppenchef Dijsselbloem sind Ihnen da entgegengekommen. Sie wollen nicht mehr ganz so streng auf dem rigorosen Sparkurs der Griechen bestehen, sondern Sie setzen jetzt auch mehr auf Reformen. Reicht Ihnen das? Wissen Sie, in diesem Land ist bereits sehr viel gespart worden. Und es gab bei der gesamten Wirtschaft Griechenlands schon sehr viele starke Einschnitte. Was wir jetzt brauchen, ist Disziplin und Strukturreformen, die dem Land helfen, mittel- und langfristig weiter bestehen zu können. Es gibt dort ein Rentensystem, das nach Reformen geradezu schreit. Das muss gesehen und umgesetzt werden. Es gibt ein Einkommenssteuersystem, das auf einer so kleinen Basis beruht, dass es langfristig nicht nachhaltig ist. Auch das muss geändert werden. Und es gibt weitere Reformen, die in Betracht gezogen werden müssen, bei der Führung des Bankensystems zum Beispiel, bei der Art und Weise, wie notleidende Kredite behandelt werden. Der Arbeitsmarkt erfordert auch Reformen, wie das schon im Juli 2015 beschlossen wurde. All das muss diskutiert werden. Und ich hoffe, dass die Teams, die am Montag wieder nach Griechenland reisen werden, in der Lage sein werden, sehr produktiv und positiv mit den griechischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Reformen zu stärken und sicherzustellen, dass die Wirtschaft solide ist und auf eigenen Beinen stehen kann. Eigentlich sind Sie sich jetzt schon von beiden Seiten entgegengekommen. Und dann können Sie sich doch auch eigentlich nicht mehr leisten zu sagen, der IWF macht nicht mit. Denn das wissen ja auch alle, wenn der IWF nicht mitmacht, dann gibt es irgendwann einen Grexit. Das können Sie auch nicht wollen. Also könnten Sie jetzt auch einfach sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg, wir machen das. Oh, we are not right on track. Oh, wir sind nicht auf einem guten Weg. Kein Zweifel. Und wie Sie wissen, hat man sich zu diesen Reformen verpflichtet, aber jetzt müssen sie in Gesetze gegossen werden. Und es geht nicht nur um diese beiden Reformen. Es gibt noch sehr, sehr viel Arbeit, die getan werden muss, damit wir dem Board des IWF, der die internationale Gemeinschaft vertritt, ein Programm vorschlagen können. Es muss gemacht werden im Einklang mit den Prinzipien und den Richtlinien des IWF. Wir können nicht hier einen besonderen Deal für Griechenland haben und nur für Griechenland. Das ist die Aufgabe und die Verpflichtung, die wir allen Mitgliedern gegenüber haben. Wie wichtig ist es, Frau Lagarde, dass Sie sich in der Griechenland-Frage einig werden, dass Sie jetzt Europa zusammenhalten als Gegengewicht zu dem US-Präsidenten, der auch in der Wirtschaftspolitik sagt, America first? Wissen Sie, ich glaube, das ist zunächst einmal ein Thema für die Europäer, gemeinsam den Schulterschluss zu schaffen und kollektive Entschlossenheit zu zeigen.
Und auch den Zweck zu definieren, wofür macht man das denn? Geht es darum, das Wohlergehen aller Europäer zu fördern? Geht es darum, die Gemeinschaft zu vertiefen, die Solidarität untereinander, den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen? Das ist das, wofür meiner Meinung nach die Europäische Union steht und insbesondere das Eurogebiet. Also es ist zunächst einmal ihre Verantwortung untereinander. Wir müssen die als IWF den 198 Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft dienen. Und wenn wir aufgefordert sind, einem Mitglied zu helfen, zum Beispiel Griechenland, müssen wir alles tun, um zu helfen im Einklang mit unseren Regeln. Herzlichen Dank für das Gespräch. Christine Lagarde, Direktorin des IWF. My pleasure. Vielen Dank. Und am Abend haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet, das Sie in voller Länge auf tagesschau.de sehen können. Aus heutiger Sicht sind die Griechen vielleicht die einzigen in Europa, die sich über die Entscheidung der Briten freuen, die EU zu verlassen. Bei Resteuropa nun alles zusammenzuhalten versucht, was noch zu halten ist. In diesem Ort in den britischen Midlands ist schon lange kein Stein mehr auf dem anderen. Zumindest was die brachliegende Töpfereiindustrie angeht, die diese Region einst groß machte. Auch deshalb haben sie hier in Stoke-on-Trent fast alle für den Brexit gestimmt. Und morgen könnte es hier der Brexit-Partei UKIP bei einer Nachwahl zum ersten Mal gelingen, einen eigenen Kandidaten ins Parlament zu schicken. Hanni Hüsch. Sattes Violett, zentrale Lage, Wahlkämpfer umschwirren den Wähler. Für die rechtspopulistische UKIP ist Stoke-on-Trent plötzlich Kernland. Hier kann, hier muss sich das Schicksal der Brexit-Partei entscheiden, auch wenn der Kandidat im feinen Tweet in der Arbeiterstadt so fremd daherkommt, wie ein Balletttänzer im Bergwerk. Nuttall ist der neue UKIP-Chef. Ich setze auf Spiel, weil ich auch von Natur aus ein Spieler bin. So oder so, ich bin erst 12 Wochen im Amt, wir marschieren weiter. Siegen hier in Stoke, das würde seine Partei weitertragen. Brexit-Metropole Englands, 70% stimmten für den Austritt. Stoke ist ein trauriger Ort, vergessen worden, sagen die Menschen. Das war mal anders, stolze Keramikstadt, Wedgwood, Royal Dalton, all die großen Namen. Dann kam das Porzellan aus China, die Jobs verschwanden und Populisten zündelten mit den Ängsten der Menschen vor den Fremden. Ich habe auch dafür gestimmt, raus aus der EU zu gehen. Es hat nicht funktioniert für uns. Vielleicht wendet sich ja jetzt alles zum Besseren. Schlimmer als jetzt kann es eh nicht werden. Working Men Clubs, das waren mal die Adressen für die Potteriearbeiter. Partys, wenn der Gehaltszettel kam. Jetzt treffen sich ein paar Pensionäre und die, die ohne Jobs zu viel Zeit haben. Wählen, warum? Wut ist Resignation gewichen. Jeder stirbt, weil die Regierung alles kürzt. Sie sollte Stoke endlich eine Chance geben. Daniel Flynn hat qua Bürolage und Job den Überblick. Streichlisten der Tory-Regierung, wohin das Auge reicht. Seine in der Stadt so wichtige christliche Jugendorganisation verlor 30% der Zuschüsse. Aber auch Labour habe vergessen, wo das Herz der Partei schlägt. Labour ist hier seit 67 Jahren in der Verantwortung. Was haben die für uns getan, fragen die Leute. Ich sehe das. Aber da ist das Gefühl, die sind nicht auf unserer Seite. Als hätten sie Angst vor den Wählern, eingezäunt und der Labour-Spitzenmann unsichtbar. Er war gegen den Brexit und twitterte Frauenfeindliches. Es steht viel auf dem Spiel für die krisengeschwächte Partei. Die sind zu lange dran, bequem geworden. Wir rütteln sie mal ordentlich durch. Ich wähle UKIP. Protestwähler, die ihn ins Parlament boxen sollen, UKIP salonfähig machen in den alten Labour-Hochburgen. Aber jetzt, kurz vor der Wahl, schwächelt UKIP. Der Kandidat stolpert gerade über sich selbst. Mit der Wahrheit nahm er es nicht so genau. Kann sein, dass die harte Rechte sich selbst ausnockt.
Zurück nach Deutschland. Die Diskussion über zu hohe Managergehälter bekommt neue Fahrt. Mit einem entsprechenden Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion beginnen die Nachrichten mit Jan Hofer. Vorgeschlagen werden mehrere Maßnahmen. So soll die steuerliche Absetzbarkeit von Bezügen bei Aktiengesellschaften begrenzt werden auf 500.000 Euro. Die Fraktion will außerdem, dass künftig die Hauptversammlung die Vergütung für den Vorstand beschließt und nicht mehr nur der Aufsichtsrat. Zuletzt wurde die SPD kritisiert, weil sie im VW-Aufsichtsrat zustimmte, dass eine ehemalige SPD-Politikerin nach 13 Monaten bei VW 12 Millionen Euro Abfindung erhielt. Der Flugzeugbauer Airbus hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 67 Milliarden Euro gemacht. Wegen der technischen Probleme beim Militärtransporter A400M ist der Gewinn aber stark gesunken auf knapp 1 Milliarde Euro. Die Nachbesserungen beim A400M kosteten Airbus allein im vergangenen Jahr 2,2 Milliarden. Konzernchef Enders forderte Deutschland und die anderen Abnehmer auf, keine Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Der Energiekonzern RWE wird wegen Milliardenverlusten wieder keine Dividende zahlen. Der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre zeigte sich enttäuscht. Die Stadt Mülheim beispielsweise hat deshalb so gut 1 Million Euro weniger Einnahmen. Essen rechnet mit 4,5 Millionen Euro weniger. Über die RWE-Verluste aus der Frankfurter Börse Markus Gürne. Schlimmer geht's nimmer. An diesem Punkt sehen sich wohl RWE und alle, die Anteile an diesem Unternehmen haben. Vor allem die Energiewende der Politik hat das Geschäftsmodell erschwert. Zum Davonlaufen statt Vorweggehen sind die Zahlen von RWE 2016 unter dem Strich ein Verlust von 5,7 Milliarden Euro. Abschreibungen und Rückstellungen bringen das mit sich. Seit März 2011, dem Monat und Jahr des Atomunglücks von Fukushima, hat die RWE-Aktie 72% verloren. Der DAX hat in diesem Zeitraum 72% zugelegt. RWE-Stammaktionäre werden auch für 2016 keine Dividende bekommen. Das ist bitter, vor allem für viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die reichlich Aktien halten und die Dividendenzahlungen fest im Budget eingeplant hatten. Für das laufende Jahr allerdings ist wieder eine Dividende geplant. Das dürfte der Hoffnung entspringen, dass es schlechter als 2016 eigentlich auch nicht mehr werden kann. Die Börsendaten: Der DAX mit 11.999 Punkten leicht im Plus. Der Dow Jones lag bei 20.775 Punkten. Amnesty International hat rechtspopulistische Parolen gegen Minderheiten und gegen Menschenrechte gerügt. Politiker in vielen Ländern würden Kritiker pauschal zu Feinden erklären und einzelne Bevölkerungsgruppen zu Sündenböcken machen, heißt es im Amnesty-Jahresbericht. Beispiele seien die Präsidenten der USA, der Türkei und Ungarns, Trump, Erdogan und Orban. Auch in anderen Ländern gäbe es hasserfüllte Rhetorik voller Frauenfeindlichkeit und Rassismus. Und Amnesty kritisierte die EU. Durch Flüchtlingsabkommen mit Libyen und der Türkei würden Menschenrechtsstandards ausgehöhlt. Winzige Plastikteilchen, wie sie in Cremes, synthetischer Kleidung oder Autoreifen vorkommen, tragen zunehmend zur Verschmutzung der Meere bei. Die Kleinstpartikel gelangten über Abwasser oder Regen ins Meer, heißt es in einer Studie der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Der Plastikmüll kostet jedes Jahr zehntausende Tiere das Leben. Die Kleinstteilchen gefährdeten über die Nahrungskette aber auch die Menschen. Ein internationales Astronomenteam hat eine erstaunliche Entdeckung vorgestellt. Die Forscher entdeckten 7 erdähnliche Planeten. 3 von ihnen könnten auf ihrer Oberfläche sogar Ozeane besitzen. Damit zählt das Sonnensystem des roten Zwergsterns mit dem Namen TRAPPIST-1 zu den aussichtsreichsten Orten für die Suche nach außerirdischem Leben. Den Deutschen kann man vieles verbieten, aber wenn es ums Auto geht, dann lassen sie sich nur ungern ausbremsen. Ausgerechnet in der Heimatstadt von Daimler und Porsche ist es nun soweit. Hände weg vom Steuer, heißt es hier, jedenfalls zu bestimmten Zeiten. Nämlich dann, wenn mal wieder eine gefährlich große Feinstaubwolke die Stuttgarter Talsenke verschleiert. Zwar gilt das Fahrverbot eben nur an manchen Tagen und auch nur für bestimmte Autos. Und doch herrscht bereits jetzt dicke Luft in der Debatte darüber, wie eben diese in deutschen Städten sauberer werden soll. Stefan Mayer. Was hat man nicht alles versucht in Stuttgart gegen Feinstaub und Stickoxide?
Kehrmaschinen sollten mit einem Spezialmittel den Dreck am Boden festkleben. Jüngst wurden sogar Mooswände aufgestellt, die die Mikropartikel binden sollen. Und immer wieder appellierte die Stadt an die Einsicht der Autofahrer, den Wagen bei Feinstaubalarm zu Hause zu lassen. Alles vergeblich. Jetzt also das letzte Mittel, Fahrverbote. Oder, wie es die Landesregierung etwas vornehmer ausdrückt, Beschränkungen. Wir stehen unter Druck. Die Menschen wollen saubere Luft haben, die Gerichte zwingen uns. Und deswegen haben wir gezielte Fahrbeschränkungen und keine allgemeinen Fahrverbote. Und diese Beschränkungen sollen nur bei Feinstaubalarm gelten und nur auf besonders belasteten Straßen und erst ab nächstem Jahr. Die Dieselfahrer ärgern sich trotzdem. Ich hätte mir vor 3 Jahren einen Diesel gekauft und jetzt sollte ich nämlich fahren dafür. Das finde ich absolut nicht gut. Für mich ist jetzt erledigt, mein Diesel kommt weg. Ich habe jetzt heute einen Benziner bestellt und der Ausschlag war mit dem Fahrverbot. Es soll die meisten Diesel treffen, denn nur 10% erfüllen die Euro 6-Norm, die ausgenommen bleibt vom Verbot. Aber wie seine Einhaltung kontrollieren? Der Landesverkehrsminister hätte gerne eine blaue Plakette, doch da spielt der Bundesverkehrsminister nicht mit. Also mich ärgert schon, dass er sozusagen die Länder und die Städte, die wirklich ein Problem haben, so allein lässt und ihnen praktisch eine sehr unpraktikable, eher bürokratische Sache zumutet. Offensichtlich will er sich raushalten und sich die Finger nicht schmutzig machen. Das halte ich für nicht besonders verantwortungsbewusst. Alexander Dobrindt war zwar für eine Stellungnahme nicht zu erreichen, hält aber bekanntermaßen nichts von Fahrverboten oder einer blauen Plakette. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund pflichtet ihm bei. Ich glaube, dass Fahrverbote gerade für Dieselfahrzeuge keine nachhaltige Lösung sind. Ein Teil des Feinstaubs kommt aus den Bremsen, aus dem Abrieb. Das hat mit dem Dieselauto nichts zu tun. In Extremsituationen kann das was bringen, aber nachhaltig ist es in keiner Weise. Tatsächlich stoßen Diesel zwar die meisten Stickoxide aus, beim Feinstaub spielen sie jedoch eine eher untergeordnete Rolle. Industrie, Privathaushalte und die Landwirtschaft verursachen teils höhere Emissionen. Trotzdem, rund ein Viertel des Feinstaubs entsteht durch den Verkehr insgesamt. Umweltexperten fordern deshalb radikalere Lösungen als Fahrverbote für Diesel. Gegen Feinstaub hilft eigentlich nur, dass wirklich drastisch weniger Autos in der Stadt unterwegs sind. Nicht nur die alten Diesel, sondern Halbierung der Autozahlen, was Paris gemacht hat in einer ähnlichen Situation, die ungeraden und geraden Nummernschilder nur noch fahren zu lassen. Denn Feinstaub wird nicht nur ausgepustet, er wird auch eingeatmet. Ein Stoff, der unserer Gesundheit schadet. Und der Stuttgarter Stoppschild für den Feinstaub kommentiert nun Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk. Früher hieß es, Stadtluft macht frei. Heute weiß man, Stadtluft macht krank. Die Kommune mit der dreckigsten Luft ist Stuttgart, die Wiege des Automobilbaus. Doch Probleme hat nicht nur der Geburtsort von Daimler, Benz und Porsche. In 90 deutschen Städten stinkt's regelmäßig zum Himmel. Bisher war das fast allen Politikern egal. Wer wollte sich schon mit Autofahrern anlegen? Was sind gegen den befürchteten Ärger schon ein paar tausend Todesfälle durch Abgase und Feinstaub? Und wir Wähler? Wir haben die Politiker mit ihren hilflosen und zuweilen drolligen Versuchen davonkommen lassen, den Verkehr bei Smog zu begrenzen. Messbaren Nutzen hatte keine dieser auf Freiwilligkeit bauenden Maßnahmen. Gut, dass der juristische Druck auf den grünen Kretschmann jetzt so groß wurde, dass er handeln musste. Und der nächste Schritt? Verkehrsminister Dobrindt und seine Autolobbyisten sollten endlich ihre Blockadehaltung aufgeben und der bundesweiten Einführung der blauen Plakette zustimmen. Dann dürfen nämlich nur noch relativ schadstoffarme Fahrzeuge in die Umweltzonen der Städte. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wenigstens im Wahljahr das Bewusstsein wächst, dass man mit sauberer Luft Wählerstimmen gewinnen kann. Holger Ohmstedt kommentierte. Wie schön wäre es doch, könnte man all die verpesteten Straßen, die Staus und den Verkehrslärm nicht hinter sich, sondern unter sich lassen. Schon sehr lange tüfteln Erfinder an solch fliegenden Untertassen, die nicht nur Damen samt Flughund nach Hause geleiten. Mit der Drohne zur Arbeit, am besten umweltfreundlich per Elektroantrieb, das könnte, wie Jörg Wolf berichtet, schon bald Wirklichkeit sein, auch wenn es noch nach Science-Fiction klingt. Die Zukunft der Mobilität, so hat sie sich Luc Besson in seinem Kinofilm Das fünfte Element vorgestellt. Autos erobern den Luftraum. Dass diese Vision wirklich machbar ist, davon sind zwei Karlsruher Erfinder überzeugt.
Ende 2010 hatten sie die Idee, eine Drohne für die Beförderung von Personen zu bauen, die das Fliegen für Laienkinder leicht macht. So richtig dran geglaubt, dass es ihm jetzt möglich war, hat damals so gut wie keiner, weil einfach mit den bestehenden Systemen, die man kaufen konnte, es nicht gereicht hätte. Aber schon ein Jahr später heben sie erstmals mit ihrem Prototypen vom Boden ab und sorgen mit diesem Erstflug einer bemannten Drohne international für Aufsehen. Bei der weiteren Entwicklung der Passagierdrohne achten die Erfinder vor allem auf zusätzliche Rotoren, die mehr Sicherheit bieten. Anfang 2016 erteilt das Luftfahrtbundesamt dann eine vorläufige Zulassung für bemannte Testflüge. Delta Mike Yankee Victor Charlie. Und kurz darauf hebt der Volocopter zum ersten Mal mit Pilot ab. Das Fliegen mit Joystick ist tatsächlich kinderleicht, dank der Bordelektronik, die sich um alles kümmert, was das klassische Fliegen so anspruchsvoll macht. Aber werden nun bald lauter Multikopter den Luftraum verstopfen, wie jetzt die Autos unsere Straßen? Experten glauben, dass der Luftraum keinen Platz für Mengen von individuell gesteuerten Drohnen bietet. Ferngesteuerte Drohnen auf festgelegten Routen, das dagegen könnte eine Zukunft haben. Dann haben Sie ein Taximodell und ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und dann sehen auch die gesellschaftlichen Randbedingungen wieder anders aus. Und genau so stellt sich die Verkehrsbehörde von Dubai die Zukunft vor. In einem Werbevideo kündigt sie Drohnentaxis schon für den kommenden Juli an. Auf Anruf sollen die Multikopter ohne Pilot ihre Fahrgäste abholen und an das gewünschte Ziel bringen. Die Drohnen für dieses vollkommen autonome Konzept wurden vom chinesischen Hersteller Ehang entwickelt. Ob das chinesische Unternehmen diese ambitionierten Ankündigungen wirklich einhalten kann, bezweifeln Insider aber. Bislang fanden nur Testflüge mit leeren Taxidrohnen in der Nähe von Dubai statt und auch die erforderlichen Genehmigungen liegen noch nicht vor. Immerhin, wenn es gelingt, wäre es ein schadstofffreies Mobilitätskonzept für die Großstadt. Und wir bleiben am Himmel und blicken zum Wetter. Und da kommt eine stürmische Weiberfast noch auf uns zu, Sven Plöger. Ja, das war, Karen, die perfekte Zusammenfassung im Grunde genommen. Ich habe ja schon die ganze Woche immer darüber geredet, dass der Donnerstag ein ziemlich sportlicher Tag wird, was den Wind angeht. Und wir gucken als erstes mal hier hin. Das ist jetzt gleich der Satellitenfilm. Zunächst nur das Bild mit vielen Wolken. Ich gehe jetzt auf die andere Seite, damit Sie sehen können, was draußen auf dem Atlantik passiert. Das hier wird das Tief. Erst sieht alles nur wie eine Wolkenformation aus. Und jetzt können Sie wunderbar erkennen, wie sich dieses Tief dann richtig zusammenarbeitet und jetzt diese Struktur anfängt. Das heißt, hier entwickelt sich gerade Orkantief Thomas. Und das bringt dann morgen in der Tat hohe Windgeschwindigkeiten. Es wird lange dauern, bis es anfängt. Viele, auch gerade im Westen, die um 11.11 Uhr dann ganz wild werden und raus wollen und Straßenkarneval erleben wollen, werden sagen, ist doch gar nicht so stark der Wind. Und die haben dann auch recht. Denn der Sturm kommt erst in Richtung Nachmittag und Abend im Westen an, also im Verlauf des Nachmittags. Aber dann, wenn er da ist, dann gibt es wirklich sehr hohe Windgeschwindigkeiten. Gerade getroffen Nordrhein-Westfalen wird am stärksten, dann auch Niedersachsen, der südliche Teil, 100 bis 130 Kilometer pro Stunde die Spitzenböen. Dann wandert das in der Nacht zum Freitag nach Osten. Sachsen, Erzgebirgsumfeld, 90 bis 120 Kilometer pro Stunde. Nach Süden nimmt es ab und nach Norden auch, weil man hier nah am Tiefdruckkern ist, wo dann durch die nicht ganz so großen Luftdruckunterschiede der Wind eben schwächer ist. Wir gucken auf den Wetterablauf und in der Nacht ist es so, dass zunächst in der Mitte die Kaltfront mit dem Regen liegt, die dreht dann in der Westhälfte, wird also, wie wir Meteorologen sagen, wieder warm aktiv, schiebt dann langsam die Wärmeluft wieder nach Norden. Ganz im Norden ist alles ruhig, im Süden ist es auch ruhig, Temperaturen im Norden 3 oder 4 Grad, sonst meistens 6 bis 11, allerdings die Alpentäler windgeschützt, da geht es runter bis 0 Grad. Der morgige Vormittag dann, diese warmaktive Front hier, die wird man weiter bemerken mit dem Regen, der sich ausbreitet. Im Süden freundliches Wetter, bleibt auch am Nachmittag hier wunderbar, nur der Wind frischt auf. Im Westen kommt dann die Front, die Kaltfront mit den Regengüssen, später einzelne Aufhellungen. Und im Norden mischt sich dann Schnee mit rein, da wird die kalte Luft angezapft. Deswegen gibt es dann irgendwann zum Abend an der Ostsee 0 bis 3 Grad und im Süden Nachmittag 16 bis 20. Also da kann niemand behaupten, dass das nicht mal intensives Wetter wäre. Und das ist nochmal der Mittelwind, bevor es dann wirklich losgeht mit den Böen, die wir besprochen haben. Kurz die Aussichten, Freitag, wildes Wechselspiel, in den Mittelgebirgen wieder neuer Schnee, Graupelgewitter sind möglich, es ist deutlich kühler, Samstag die Beruhigung. Aber jetzt erstmal, Karen, ist Orkan Thomas im Anmarsch.
Wir danken Sven und hoffen, dass Thomas nichts Schlimmes anrichtet. Vielen Dank. Hier geht's jetzt weiter mit der Dokumentation Schlagerland, die hinter die schillernden Kulissen der Musikindustrie blickt. Um 0.30 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.